Also wir testen seit 3 Jahren gemeinsam mit der DSV, können wir irgendwie die Kartoffel in ein bisschen diverser in die Fläche stellen. Und da haben wir uns überlegt, Mensch, man müsste doch irgendwie in diese Dammtal müssten wir irgendwie eine Untersaat reinbringen, die nicht stört, aber doch die Erosion bremst. Und einfach, wenn die Kartoffel abstirbt, liegt sie ja mindestens 4 bis 6 Wochen lang offen da, der Damm, und dass da noch im Unten was wächst. Und da haben wir einfach mal verschiedene Mischungen experimentiert und dass wir auch was blühende Komponente reinkriegen. Und ja, eine Hauptsache ist eigentlich, dass man so ein bisschen das Gras mit reinbringt, ein Kurzrasengras, was einfach intensiv 4 Wurzeln hat. Und man kann dann wirklich sehen, wie die das Dammtal wirklich gut durch Wurzel ist, auch noch im Herbst, da wo die Kartoffelwurzeln schon abgestorben sind. Möglichst vielfältig. Und was mir auch wichtig ist, gerade mit Kartoffeln, wir wollen ja eigentlich kein Gras in der Fruchtfolge haben. Man hat immer noch ein bisschen Angst mit den Drahtwurm, aber da haben wir auch schon gelernt, dass das auch nicht an dem Gras liegt. Aber dass man ein Rasengrasgenetik unten mit rein. Das Gras wird nachher, wenn die Kartoffeln absterben, bedeckt das wunderbar unten die Talsohle, macht den Boden noch ein bisschen stabiler. Und wenn wir es beernten, wird dieses Gras nachher im Herbst zugedeckt bei der Ernte. Es stört nicht. Und wenn man das dann 7 bis 10 Tage danach erst drillt, dann ist die Mischung auch tot und dann stört sie nachher im Getreide nicht mehr. Und da werden wir immer noch mal mit der Mischung experimentieren, was kann noch mit rein. Und ja, das Einbringen ist eigentlich, man braucht da noch mal einmal eine extra Durchfahrt. Wir haben das kurz vom Durchstoßen der Kartoffel gemacht. Wir haben da einen Striegel hinten und vorne so ein Spritzgestänge, wo wir dann ein Pneumatikstreuer, der dann einfach unten das Saatgut reinschmeißt und dann mit dem Striegel wird unten einmal ein bisschen Erde drauf gepackt und dann reicht das auch. Und dann, man muss ein bisschen gucken, je nach Sorte, eine Belana, wirklich wenn die Kartoffel rauskommt, reicht es. Eine Vega, die sehr viel Kraut macht, oder stärkere Sorten, die Kraut machen, da kann das auch wirklich schon früher rauf, ne? Weil einfach, die brauchen am Anfang ja ein bisschen Licht. Und da kann man dann ruhig so noch ein paar Tage, bevor sie durchstoßen, schon also ausbringen.